Servus Leute, hier ist wieder euer Boomer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empire Total War mit Russland. So, letzte Folge hatten wir gute Fortschritte. Die Amerikaner sind bis auf die letzten Truppen geschwächt. Die Kriegsmüdigkeit ist extrem groß, wobei der Widerstand immer noch da ist. Naja, die Irokesen wurden vernichtet. Das ist schön. Und ich habe so gemerkt, eigentlich brauche ich kaum mehr Milizen ausbilden, weil ich brauche eigentlich nur noch folgende Trupps. Diese hier, die im Falle der Kriegserklärung sofort landen können. Dann Legs, die brauche ich immer. Nicht. Diesen Trupp hier, der wird eigentlich hier irgendwo eine Schlacht machen. Entweder in Teliko oder in Chikasa. Ja, Chikasa. Und dann wird jeweils der andere Trupp als Verstärkung kommen. Heißt aber auch, dass, wenn sie verlieren, sie abhauen. Das heißt, ich kann beide Städte eigentlich mit einem Schlag erobern. Easy peasy, würde ich mal sagen. Dann, ja, Santa Fe. Kann ich nächste Runde auch in Angriff nehmen, denn hier sind noch die letzten Milizen. Die Truppen sind bis auf drei Kürassiere schon alle hier draußen. Das heißt, wir können so gut wie aufbrechen. Was wir aber jetzt erstmal machen können, ist in die nächste Runde aufbrechen, denn ich habe schon wieder nichts zu tun. Der läuft noch. Die landen jetzt eben kurz vor Georgia. Ist aber noch nicht Kriegserklärung. Und die fahren jetzt auch nach Brasilien. Schub. Und weg. So. Ja, Venedig macht mal wieder den unnötigen Move. Und hier kommt die letzte Gegenwehr. Das ist doch auch gleich mal ein schöner... Ja. Anfangsleuten, nenne ich es jetzt mal. Alter. Im Schneidersitz da hocken ist auf Dauer unangenehm. Oh, sorry. Ah, super. Ich hocke mich bequem hin und das erste, was ich sehe, ist ein Pferdearsch. Meine Fresse, ey. Die Anfangsgrafiken hätten es aber auch besser machen können. So, auf jeden Fall, das heutige Thema geht über Staatsschulden von Staaten. Die wohl beste Erfindung überhaupt der Menschheit nicht. Denn natürlich hat es Vorteile. Der Staat ist ja letztendlich auch nur irgendwie, also auch wenn es viele nicht glauben mögen, der Staat ist letztendlich ja auch nur Repräsentant für das Volk und gibt den Schwächeren, also die weniger Geld haben, wird halt dann einfach was gegeben. Und zwar von denen, die nicht so viel, die mehr haben. Nicht die nicht so viel geben, nicht so viel, das kann nicht gut gehen. Dann passiert sowas wie in Afrika. Da ist keiner Geld hat, und dann macht's... Nee. Dann am Ende herrscht noch ein bisschen Korruption. Perfekt. Nicht. Naja. Staatsschulden sind ja letztendlich nichts Verkehrtes. Deutschland hat ja auch genug davon. Nur mit dem einzigen Unterschied, wir haushalten gut mit unseren Staatsschulden. Wir machen ja eigentlich nur noch ein minimales Minus. Und durch unsere extrem hohen Exporte können wir auch sehr gut diese abbauen. Wir sind ja bereits voll im Abbau. Was haben sie gesagt? Irgendwie bis 2020 machen wir keine Staatsschulden mehr. Dann bauen wir nur noch ab. Das ist ja geil soweit eigentlich, ne? Jetzt gibt es aber leider so Länder wie zum Beispiel wieder in den Medien. Hey Leute, Argentinien ist pleite. Woo! Kleiner Historikexkurs. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges sind extrem viele Nazis, beziehungsweise generell Deutsche, nach Argentinien geflohen. Warum? Weil dort eine extrem hohe Lebensqualität geherrscht hat. Das heißt, die waren extrem reich. Das Land war mal top. Heute, naja, stehen sie vor der zweiten Staatspleite in 13 Jahren. Da kann was nicht funktionieren. Vor allem das Geile ist ja, was ich gehört habe, ist wirklich,
die könnten die Summen sogar zahlen, aber sie wollen nicht. Und da stellt sich mich doch, da stellt sich mir doch die Frage, sind Staatsschulden überhaupt wirklich gut? Weil wenn man jetzt mal überlegt, Griechenland hat jetzt schon mehrere Schuldenschnitte bekommen. Italien, Spanien, die können sich munter immer weiter Geld holen. Zwar zu immer höheren Zinsen, aber sie können immer und immer mehr Geld holen. Und was würde man beim Privatmann sagen? Was? Ihr zweiter Kredit schon? Wie wollen sie denn an den dritten zurückbezahlen? Außerdem haben sie keine Sicherheiten mehr. Was hat der Staat für Sicherheiten? Sie können mein Land haben. Melinette. Eben, die haben keine Sicherheiten. Da guckt man hin, okay? So, ja. So, die Einnahmen sind nicht so rosig. Allzu viele Reiche gibt's bei euch auch nicht. Ja, geben wir euch den Kredit, aber zu deutlich höheren Zinsen. Würden sie das beim Privatmann machen? Nein. Warum nicht? Weil es schwachsinnig ist, weil die ihr Geld nie wieder sehen werden. Aber es ist gut, einfach einem Staat Geld zu leihen. Anscheinend macht es irgendwie mehr Sinn. Außerdem, also mehr Ansehen auch und so. Und so. Kurz und knapp, ich habe keine Ahnung, warum man den Ländern wie Argentinien und Co. überhaupt noch Geld leiht. Ich meine, zum Beispiel jetzt bei Argentinien, die erwarten sogar ernsthaft Schuldenschnitte. Die erwarten was. Das wäre so, als würde ich jetzt zur Bank gehen und sagen, ey, Kinder, ich kann leider meine Schulden nicht zahlen, aber ich erwarte von euch, dass ihr mir ein bisschen was nachlasst. Wir zeigen dir einen Vogel, schmeißen dich raus und pfänden dein Haus. Oder je nachdem, was du als Sicherheit hinterlegt hast. Beim Staat? Nee, komm, macht mal Schuldenschnitte. Und wenn dann einer sagt, nee, wir pochen auf unsere volle Summe, so wie es nämlich gerade in Argentinien ist, dann steht der Staat dumm da. Und jetzt? Jetzt gehen wir pleite. Schon wieder. Das ist doch... Leute, also... Irgendwas ist da an diesem System faul. Wieso zum Geier laufen die eigentlich weg? Ja, schießt mal nicht. Lass mal die Kürassiere laufen. Hey, die kommen zurück. Oder? Ja, sie kommen zurück. Dim. Bam, bam. Tschüss. Adios, amigos. Es war schön mit euch, auch wenn es nur ein paar Jahre waren. Vereinigten Staaten, plupp. Und die Flagge ist weg. Und was heißt das? Das heißt Folgendes. Willst du mal bitte schnell laden? Das war's mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Gott, das ist ja ungefähr das Feindbild, wenn der Russe den Amerikaner voll eingenommen hat. Eieieiei. Ich werde lebenslanges Einreiseverbot in die USA bekommen für dieses Spiel hier. Ich habe dem Russen ermöglicht, Amerika einzunehmen. Das geht gar nicht. So, klassische Universität abreißen hier. Die Gebäude reparieren. Irgendwie zumindest. Auch wenn das schon wieder ewig dauert. Hier. Da, Repräsentantenhaus. Da haben wir es doch von letzter Folge noch, wer sich erinnern kann. Mit diesem Regierungsding und Obama wird angeklagt und Pi und Pa und... Alter, wenn es immer so lange lädt, habe ich Schiss, dass mir das Spiel abschmiert. So. Dann dürfen viermal dahin, drei dahin, dann dürfen wieder vier dahin, dann darf, ach scheiße, Moment,
Da sind jetzt 3, da sind 4, da sind 3, da sind... Okay, das heißt, ich kann noch je 2 abdrücken. Das ist gut, das ist gut. Aber trotzdem scheiße ausgewählt. Extrem beschissen ausgewählt. Du gehst dahin. Kommst du da rein? Nein, kommst du nicht. Also kannst du auch gleich los. Naja. Gut. Dann passt es soweit. Jetzt habe ich 4700. Perfekt. Hey, cool, es geht über die Karte hinweg. Die Handelsroute. Yay! So, badam, Eigenschaften erhalten. Oh, der Amerikaner ist nicht mehr. Ja, ja. Gott, wäre das eine Schande für die Welt, wenn es die Amerikaner jetzt nicht mehr gäbe. Ich kann mir die Welt ohne Amerikaner gar nicht vorstellen. Es geht einfach nicht. So, die Cherokees werden wir dann nächste Runde zum Tänzchen auffordern. Gott, wie das klingt, ey, zum Tänzchen auffordern, ja, ja. Da fuck. Ja, dann gibt's halt keine Steuern für euch. Flotte kommt an, bla bla, Baubericht, sehr gut. Letztendlich, okay. Ich müsste eigentlich schon wieder in die nächste Runde. Ah ja, genau. Hier kann ich jetzt nochmal. Da fuck! Wieso zum Geiers sind die jetzt wütend? Hat irgendwer mal wieder Scheiße gebaut? Ich weiß es nicht. Ist aber auch wurscht. Also in der Zeit, wenn ich jetzt mal Truppenverschiebungen mache. Tut mir leid, ich will da jetzt nicht irgendwie rausschneiden und dann bla und bli und blub machen. Also, weiter zum Thema. Staatsschulden. Letztendlich eigentlich eine nette Sache, aber bei manchen Staaten kann ich es nicht mehr verstehen, dass man ihnen überhaupt noch Geld gibt. Es gibt halt manchmal echt Situationen, da denke ich mir nur so, what the fuck. Beim Deutsch, es gibt ja zum Beispiel auch solche Rating-Agenturen. Für alle, die dies nicht wissen. Rating-Agenturen legen, naja, das Rating eines Staates, beziehungsweise das Rating für Unternehmen, Staaten, bla bla fest. Bei Staaten gibt es halt solche Regelungen wie AAA, wie es die Deutschen haben. Das heißt, Geld gibt's quasi für null Zinsen. Weil man genau weiß, okay, diese Staaten können das Geld mit hundertprozentiger Sicherheit zurückzahlen. Dann gibt es, halt dann geht's runter auf A, Doppel A, A, dann geht's auf B, auf C, C minus ist das schlechteste an Buchstaben. Und dann gibt's noch den sogenannten RAM-Status. RAM-Status ist praktisch das letzte vor der Zahlungsunfähigkeit und die Zahlungsunfähigkeit ist Kacke. Das heißt, da wird dann die nächsten Jahre lang keiner mehr in dieses Land investieren. Kurz und knapp das Schlimmste, was am heutigen Staat passieren kann. Damals war es eingenommen werden. Militärisch. Ja. Ja, an sich so, was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Hier, die können da weiterlaufen, danach müssen die da hoch. Die Cherokees kann ich jetzt noch nicht den Krieg erklären, wenn die jetzt noch nicht da sind. Ich könnte jetzt nur ausbauen. Ja, Kinders, dann mache ich hier einfach Folgenpause, Schluss, aus, Ende. Schreibt mir eure Meinung zu Staatsschulden in die Kommentare. An sich so nette Geschichte, aber immer wirklich so hilfreich. Meinungen, Kommentare, Co. Und bevor ich mich jetzt dutzende Mal wiederhole, sage ich ciao. Bis zur nächsten Folge.